Servus, ihr Muggel. Ich bin hier in Bamberg bei der Europameisterschaft im Quidditch. Und ich habe keine Ahnung, wie dieser Sport gespielt werden soll, wenn man den natürlichen Regeln der Gravitation ausgesetzt ist. Aber deswegen sind wir ja hier, um das rauszufinden. Also schauen wir uns diesen Sport doch mal von nahem an. Ihr fragt euch sicher, wie funktioniert das beim Quidditch im echten Leben, wenn die Bälle nicht verzaubert sind? Ich stehe hier mit einem Schnatz, ist das richtig? Ja, ist richtig. Wo ist denn der Ball bei dir? Der Ball bei mir, kann ich euch gerne mal zeigen, ist hier hinten an der Hose festgemacht. Dieses Ding müssen wir die Suche abnehmen. Darf ich das mal abnehmen? Immer. Genau. Zack. Und das ist jetzt der, also wenn man das hat, dann ist das Spiel vorbei. Genau, wenn man das gefangen hat, ist das Spiel vorbei und die Mannschaft, die ihn gefangen hat, gewinnt meistens. Wie viele immer. Punkte kriegt man für deinen Schnatzschwanz? Man kriegt dafür 30 Punkte. Okay, und wie viele kriegt man sonst für die anderen? Wie heißen die anderen Bälle überhaupt? Es gibt den Koffel, mit dem ganz normal Tore gemacht werden können, eben durch die Ringe, die man da unten sieht. Von vorne und von hinten, ist völlig egal, gibt jeweils 10 Punkte. Mhm. Genau, die anderen sind die Bludger oder auch Klatscher auf Deutsch und mit denen wirft man eben die anderen Spieler ab, um sich im Spiel einen Vorteil zu verschaffen. Bist du immer so geschminkt oder nur, wenn du ein Schnatz bist oder also nur heute? Nee, also das ist wirklich nur mein Auftreten als Schnatz sozusagen. Das habe ich vor 5 Jahren mal angefangen, als ich angefangen habe mit Quidditch und seitdem ist es eigentlich mein Markenzeichen. Also man kennt mich nur so. Hoppla, ich glaube, ich habe getroffen. Das ist der Schnatz und du bist der Snitcher, oder wie heißt das? Snitch-Runner heißt es. Der Snitch-Runner. Ja. Du bist der Snitch-Runner und du musst eigentlich dann ab einer gewissen Zeit übers Spielfeld rennen und hoffen, dass sie dich nicht fangen, oder? Genau, ja. Also ich glaube, ihr habt das ja eh gerade gesehen. Ich komme bei der Spielminute 17 komme ich aufs Feld und ab Minute 18 werde ich von den Suchern eben gejagt und ab da dürfen sie mich erst fangen. Also du hast eine Minute Zeit, um dich strategisch schlau zu positionieren? Ja, meistens auf der Mittellinie, weil eben dann beide Sucher, also da hat keiner einen Vorteil, weil die müssen beide auch von der Mittellinie aus starten und von den Treibern der jeweiligen Seite, also ich darf mich halt nur nicht auf eine Seite zu viel stellen, damit halt kein Team einen Vorteil hat. Kriegst du so richtig aufs Maul? Ja, gerade, nee, wirklich, also ich habe mir zweimal richtig eine gefangen, einmal vor 2 Jahren hat mir einer einen Kinnhaken verpasst, richtig extra. Schön hier unten dran. Nee, nicht extra, also. Schon aus Versehen. Und gerade jetzt vor 2 Tagen beim Eröffnungsspiel habe ich, ich glaube es war ein rechter Haken, hier gegen die Schläfe gekriegt, ist immer noch ein bisschen geschwollen und hätte ich das Make-up nicht drauf, würde man auch ein blaues Auge sehen. Ja, Snitches get stitches. Ja. And snitch runners get a punch in the face. Was sind denn so die wichtigsten Regeln beim Quidditch? Die wichtigsten Regeln, würde ich sagen, sind die Körperkontaktregeln, weil es ein Vollkontaktsport ist und man ja daher genau darauf achten muss, dass sich keiner verletzt. Also Vollkontakt heißt, man kann dem anderen den Ball wegreißen, indem man ihn rammt oder was? Ja, ist genau. Erlaubt? Ja. Genau, also ich kann Leute umchargen, also umrennen. Du auch? Ja, ich auch, wenn ich spiele, ja, als okay. Schiedsrichter jetzt nicht. Achso, ich dachte. ich kann den Ball einfach wegnehmen, das geht auch. Ich kann die Leute zu Boden tackeln, das geht auch, ja. Hast du vorher eine andere Sportart gemacht oder bist du mehr über Harry Potter da reingekommen? Ich habe vorher auch andere Sportarten gemacht, aber der Einstieg in Quidditch war dann tatsächlich über Harry Potter bei mir. Ja, also hast du es gelesen und dachtest dann, wow, das wäre so cool, wenn es das gäbe und dann... Ja, genau so ungefähr. Ka-ching, es gibt es. Ja, das, ich habe mich sehr gefreut, als ich herausgefunden habe, dass es das gibt. Wie ist das mit den Besen beim Quidditch? Ja, die sind im Normalfall Plastikrohre, die ungefähr 1 Meter lang sind und ja, die benutzen wir dann halt. Meinst du, dass Quidditch irgendwann in Deutschland so massentauglich wird, dass es dann so von Olli Welke und Olli Kahn kommentiert wird und auf ZDF läuft? Das wäre natürlich zu hoffen, aber ich glaube nicht in der nächsten Zeit. Es wird noch ein bisschen dauern. Wer bist du und was machst du hier? Ich bin Henny Schröss und ich mache die PR für die Europameisterschaft hier. Machst du es zum ersten Mal? Ja, ich mache das zum ersten Mal. Und wie läuft es? Es läuft super, ihr seid da. Verschiedene Radiosender sind da. Der eigentlich einzige relevante Jugendkanal Deutschlands ist hier. Der ist da und wir sind sehr stolz drauf. Nee, wir freuen uns auch sehr, hier zu sein. Wir sind sehr überrascht darüber, wie groß das ist. Ist es immer so groß? Es ist schon eine gute Größe. Es geht auch bei verschiedenen anderen internationalen Turnieren, wo Vereine, also wo Clubs spielen, da geht es auch noch größer. Aber 20 Teams aus ganz Europa ist schon
cool. Der Besen ist, darf ich das überhaupt sagen, ist ein schöner Idiotenfilter. Weil wer sich zu ernst nimmt, der macht das gar nicht erst. Und solche Leute brauchen wir auch eigentlich gar nicht. Das Besondere am Quidditch ist, dass es die Four Maximum Gender Rule gibt. Das heißt einfach, dass sich auf dem Feld nie mehr als 4 Leute demselben Geschlecht zugehörig fühlen dürfen. Was sind denn deine Ziele noch im Quidditch? Bist du da sehr ehrgeizig und sagst ja, bevor ich nicht Weltmeisterin geworden bin? Nee, ich spiele eigentlich eher so zum Spaß tatsächlich nur. Sieke aber ganz gerne als Position. Und da mal noch wieder so einen Schnatz zu fangen, ist natürlich immer noch so ein bisschen so das, was man erreichen möchte. Der Seeker oder Sucher ist der wichtigste, also oder ist so der Harry Potter, oder, des Spiels? Naja, also ich würde schon sagen, dass alle Positionen sehr wichtig sind und dass das nicht mehr so ist, dass nur der Seeker der wichtigste ist, sondern dass alle dazu beitragen und alle wichtig sind. Okay, und was ist der schönste Moment in deiner Quidditch-Karriere gewesen? Ich habe beim Ligafinale letztes Jahr ganz unerwartet meinen Schnatz gefangen, den ersten. Und ich bin eigentlich nur mitgefahren, so als Ersatz, falls sich jemand verletzt, und sollte eigentlich gar nicht spielen und hatte vorher auch noch nie so wirklich Seeker-Training. Und dann war das halt wirklich mein erster Einsatz als Seeker und ich habe sofort gecatcht. Das ist ja mega geil. Ja. Also du hast es mental und physisch sofort gecatcht. Ja, also es war auch ein bisschen Glück, aber es war schon sehr cool. Was denkst du, für wen ist Quidditch perfekt? Für jeden. Also es ist wirklich ein Sport, wo jeder was mit anfangen kann, jeder ist willkommen und jede Position hat was, womit man was anfangen kann. Ja, cool. Hey, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Zuschauen und wem drückst du die Daumen? Team Deutschland natürlich. Team Deutschland und Team Deutschland, was geht? Ja. Lasst ein Abo da. Lasst ein Abo da. Sonst fängt sie euren Schnatz. Ja. Du bist Quidditch-Spieler in der deutschen Nationalmannschaft. Wie fühlt sich das an? Sehr gut, aber es kann auch sehr anstrengend sein, wie jetzt gerade nach 7 Spielen. Jetzt bald kommt das 8. und in der Hitze, 36 Grad hat es gerade hier in Bamberg. Und ja, es kann schon sehr anstrengend sein und kann auch schon sehr zur Sache gehen. Was erwartest du dir von dem letzten 8. Spiel? Unser Ziel war eine Medaille. Wir haben bisher alle Spiele gewonnen, bis auf jetzt das Halbfinale. Gegen Belgien? Gegen Belgien, richtig. Das ist natürlich emotional ein kleiner Dämpfer, weil ja, wir waren etwas stärker und haben dann durch den Schnatzfang in letzter Sekunde verloren. Das macht mega Spaß. Ich bin ja schon zum zweiten Mal dabei. Ich habe bei der EM vor 2 Jahren auch für Deutschland gespielt. Zwischendurch bei der WM war ich in Norwegen und ich muss schon sagen, in Deutschland ist die Stimmung einfach noch 1000-mal geiler. Und es ist einfach unglaublich positiv und ja, macht einfach so viel Spaß. Wie hast du dich dafür qualifiziert, ins Nationalteam oder in die Nationalmannschaft aufgenommen zu werden? Wir haben so Auswahltrainings, die werden auch jedes Jahr irgendwie strenger und größer und es gibt immer mehr Konkurrenz. Tatsächlich, dadurch, dass ich schon mal dabei war, hatte ich so einen kleinen Bonuspunkt, dass ich erst zum zweiten Auswahltraining musste. Vorher konnten die Teams jeweils die besten Spieler schicken. Die Trainer haben entschieden, wer zum Auswahltraining darf und dann gab es auch einige Tests und so, wer dann reinkam letztendlich. Aber dann bist du einer der 21 besten Quidditch-Spielern in Deutschland. Ja, könnte man wahrscheinlich so sagen. Gibst du damit an in deinem Alltag? Ja, eigentlich ständig. Jetzt bist du dann so bei Rewe an der Kasse und sagst so, lassen Sie mich durch, ich bin Nationalspielerin in Quidditch. Ja, ungefähr so. Also auch in meinem Nebenjob wissen es eigentlich alle meine Kollegen und fragen auch immer so. Ja, was machst du? Ich bin Barista in einem Café.
Und ich glaube, die meisten Kunden wissen es auch. Ja, cool, weil du dann immer auch so den Kaffee nicht servierst, sondern so durch so einen Ring zu ihnen wirfst. Ja, genau. Geil, die Hanna zeigt mir jetzt ihren Besen. Das ist dein Besen. Das ist mein Besen. Ja, ich war ja, wie gesagt, in Norwegen vor einem Jahr und da haben wir irgendwie mal so einen Besen-Workshop gemacht und deswegen bin ich jetzt in Deutschland einen der wenigen, die einen ganz coolen Besen hat. Es gibt auch eine Deutschland-Flagge, eine Norwegen-Flagge. Gibt es die also, Schweiz auch? Leider nicht, aber ja. Ich weiß nicht, vielleicht zählt das. Ja, das zählt Schweiz. Auf jeden Fall. Ja, es gibt auch übrigens eine Insta-Story von diesem Besen. Falls echt? Wie heißt der Kanal? Hannas Besen, glaube ich. Okay. Ist aber wahrscheinlich jetzt wieder vorbei, es war nur so ein Gag fürs Wochenende. Kannst du mal mir zeigen, wie man da drauf reitet? Ist jetzt nicht so schwer, man steckt ihn so zwischen die Beine. Es gibt noch verschiedene Methoden, manche halten den eher so, manche eher so, aber ja. Ja, wenn man das nur... Ja, sehr gerne. Also, es ist gar nicht so schwer, Leute. Man steckt ihn sich einfach zwischen die Beine. Ja. Top. Ja, das ist doch das Thumbnail. So we got the message, there is a snitch who came in only from America, just for this tournament. Is that true? I was actually in Rome studying abroad. And when in Rome, you gotta be a snitch in Bavaria. Yeah, if I get the chance, I'm gonna take it. What do your friends and family say about your hobby? they push you into doing this? No, it just kind of came on its own. You know, you got your Quidditch friends, they're supportive. I'm still introducing some of my rugby friends. They're it's taking them a little bit longer, but they enjoy it. They laugh in here. So you used to be a rugby player? There's a guy stealing two televisions. I'm actually currently a rugby player. There's no Quidditch team around me. So I was like, my next best thing's going to be rugby. So snitch, you're going to get caught. It's just a fact of life. So. Or as Thomas says... Snitches get stitches. It's true. Thank you very much, and I hope you have a wonderful time in Germany. Enjoy this hot weather. Will do. It's actually life. Cold for Germany, okay. You know? Oh, good to know. I'm glad I'm leaving tomorrow then. Where are you heading? I'm heading back to Rome for a day, and then that's all, I'm back to the U.S. Okay. Yeah. Well, great. Enjoy Rome. Say hi to the Pope. Okay. And don't. He doesn't. He wouldn't know we who I am. We are almost hitting. Great. Take care.